Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer dieswöchigen Sonntags-Challenge. Ihr habt wieder abgestimmt und zwar für DIYs, die nichts kosten, also DIY-Geschenke. Wir haben uns da was richtig Süßes ausgedacht. Ihr könnt natürlich gleich wieder abstimmen, seid ihr Hashtag Team Eva, Hashtag Team Kati oder Hashtag Team Beide. Aber lasst euch erstmal überraschen, los geht's mit der ersten Idee. Ich habe hier schon mal die Materialien, die ich für mein Geschenk, das nichts kostet, brauche, zusammengesucht. Bei mir gibt es ein Glas mit guten Wünschen fürs neue Jahr, also schon für 2019. Da habe ich hier einfach ein altes Soßenglas. Ihr könnt auch ein Marmeladenglas nehmen, Joghurtglas, einfach nur gut gespült und schon ist das Ganze einsatzbereit. Dann habe ich hier Papier, da kommen die guten Wünsche drauf und dann ins Glas hinein. Und ihr braucht natürlich ein bisschen was zum Dekorieren. Ihr könnt Wolle benutzen, ihr könnt Fäden benutzen. Ihr könnt auch einfach ein bisschen was anmalen und mit Tesafilm festkleben. Ihr braucht natürlich einen Stift, um die Wünsche aufzuschreiben und eine Schere, um die kleinen Zettel zuzuschneiden. Also ich denke Materialien, die man auf jeden Fall zu Hause hat. Und das Ganze geht super einfach und natürlich auch schön schnell. Und ich glaube, über ein paar gute Wünsche, ein paar zuversichtliche Worte freut sich jeder. Ja, und damit starte ich auch einfach schon mal. Natürlich viel Glück fürs neue Jahr. Und dann kann man natürlich auch so Sachen aufschreiben wie einen tollen Sommer. Oder auch ganz persönliche Sachen, wenn irgendwas im nächsten Jahr ansteht. Oder auch so allgemeine Sachen, die auch immer super gut sind, zum Beispiel Gesundheit, ganz viel Liebe oder ihr malt einfach ein paar Herzchen auf. Und so kann man dann ganz schnell, ich habe jetzt hier 5 Sachen aufgeschrieben, wenn man dann 5, 6 Zettel nimmt und die dann schön klein schneidet, das mache ich jetzt mit diesem hier schon mal, hat man das Glas ruckzuck voll und die beschenkte Person kann es dann aufmachen bzw. die Zettel rausnehmen, öffnen und die ganzen schönen Kleinigkeiten lesen. Da male ich eine kleine Sonne dabei. Und schon kommen die ersten hier einfach ins Glas hinein. Und ihr seht sogar schon mit 5, 6, beziehungsweise 5 sind es ja bei mir, ist das Glas hier schon relativ voll. Ich mache jetzt noch ein paar mehr dazu. Und dann zeige ich euch gleich noch eine Deko-Idee. Das Glas ist jetzt schon schön gefüllt und weiter geht's mit der Deko. Dafür schneide ich mir jetzt ein Herzchen zu. Nehme das gleiche rote Papier und schneide hier einfach einen Bogen hinein. Und so schnell habe ich dann ein hübsches Herzchen ausgeschnitten. Da schreibe ich einfach für 2019 drauf. Noch 2 Herzchen dazu malen. Und dann schneide ich 2 kleine Löcher rein. Einmal hier. Hier das zweite. Und da kommt jetzt der Faden einmal durch. Zu dem Rot habe ich mich jetzt natürlich für Gold entschieden. Auffädeln. Und dann wird es direkt einmal hier herumgebunden. Drauf, dann beide Fäden ein bisschen kürzen und schon ist das Glas fertig. Also einfach eine richtig niedliche kleine Idee, schnell gemacht und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und Spaß gemacht. Für mein DIY, das nichts kostet, habe ich eine Schere und einen Stift. Außerdem Papierstreifen, da habe ich jetzt 3 Stück, aber ihr könnt natürlich ganz, ganz viele kleine Sterne herstellen, wie ihr möchtet. Und die Papierstreifen, die sind
25 cm lang und 1,5 cm breit. Und das ist natürlich jetzt Pappe, die auch was gekostet hat, aber ihr könnt natürlich auch von Pappkartons, von Verpackungen, von alten Zeitschriften einfach das Papier nehmen und in Streifen schneiden, dann kostet das auch nichts. Außerdem habe ich hier noch so einen kleinen Papierzettel dabei, da will ich noch einen kleinen Brief mit draufschreiben, das soll ja so ein niedliches kleines Geschenk werden. Ich werde ja die Sternchen so in Folie verpacken. Folie, da habe ich jetzt auch einfach einen Rest von einer Folienverpackung. Da werde ich mir gleich mit der Schere dann ein schönes Stück abschneiden und das Ganze einpacken und mit einem Band oben zubinden. Da habe ich jetzt hier so ein dünnes Garn, aber ihr könnt da natürlich irgendwas benutzen, was ihr vielleicht gerade noch da habt. Vielleicht selber irgendwie ein kleines Band knüpfen, wie ihr Lust habt. Naja, dann geht's mal los mit den Sternen. Für die Sterne braucht ihr einen Papierstreifen und ich habe ja eben schon gesagt, ich habe hier 1,5 mal 25 cm, aber ihr könnt auch in dem Verhältnis größere oder kleinere Papierstreifen benutzen, dann werden die Sterne größer oder kleiner, aber es ist natürlich bei kleineren Streifen auch viel schwieriger, die so zu falten. Deswegen mache ich das mit so einem 1,5 cm breiten Streifen und es geht damit los, dass ich so eine Schlaufe lege, als ob ich einen Knoten hier in das Papier reinmache. Das versuche ich dann möglichst bis zum Rand zu schieben. Also hier festhalten und so zusammenziehen, dass ein Knoten in dem Papier ist. Dann schön knicken. Und hier diesen überstehenden Streifen einmal abschneiden. Vielleicht könnt ihr schon ein bisschen so erkennen, dass die Form jetzt wie so ein Fünfeck ist. Und damit geht es jetzt auch weiter. Ich falte jetzt diesen Papierstreifen immer um dieses Fünfeck rum. Also hier unten entlang legen und als nächstes dann hier oben entlang legen. Dann wieder hier unten und dabei immer das Papier drehen. So, jetzt habe ich den Papierstreifen komplett drum gewickelt. Hier ist es natürlich jetzt noch locker. Den schiebe ich jetzt einfach hier unten drunter. Und dann ist mein Stern auch schon fast fertig. Jetzt muss ich nur noch den Stern, also hier immer so einknicken. Also unser Fünfeck knicken wir immer an den Seiten so ein und dadurch entsteht dann das Sternchen. Ein schönes kleines 3D-Sternchen. Und davon falte ich jetzt noch gleich zwei weitere. Wenig später sind meine süßen kleinen Sternchen fertig und die muss ich jetzt nur noch verpacken. Und ich werde dazu so einen kleinen Brief legen, habe ich ja eben schon gesagt. Und da kommt ein Freundschaftsspruch drauf, den kennt ihr vielleicht. Gute Freunde sind wie Sterne. Die kann man nicht immer sehen, aber man weiß immer, dass sie da sind. Noch ein bisschen zurechtschneiden und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich das Ganze so einrollen werde, wie so eine kleine Schriftrolle. Man kann das Ganze natürlich so ein bisschen wie so ein Tütchen machen und dann mit ein bisschen Washi-Tape noch zukleben. Oder ich glaube, ich werde es so machen wie so eine kleine Bonbonrolle und jetzt hier einfach links und rechts noch ein kleines Band drum machen. Und wenig später ist mein klitzekleines DIY-Geschenk fertig und es hat nichts gekostet. Das waren alles Sachen, die ich zu Hause hatte oder wo ich eben alte Materialien nochmal wiederverwenden konnte. Vielleicht habt ihr Lust, was nachzubasteln. Ich finde, das eignet sich auch super gut, um das dann allen Freunden zu schenken. Also für jeden so ein kleines Päckchen fertig zu machen und jedem vielleicht zu Weihnachten dann zu schenken. Oder ich stelle mir auch schön vor, wenn man vielleicht zu Hause Gäste hat an Weihnachten, dass man jedem so ein kleines Päckchen mit den Sternchen auf den Teller legt oder neben den Teller legt oder vielleicht noch ans Geschenk irgendwie mit dran macht. Also eine klitzekleine, süße Überraschung, über die sich, glaube ich, jeder ziemlich freuen wird. Wenn sie euch gefällt, dann gerne Hashtag Team Kati unten in die Kommentare reinschreiben.
Ja, das waren unsere beiden Ideen. Wir hoffen, euch haben beide gut gefallen. Wenn es so ist, auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben fürs Video da lassen. Auf jeden Fall noch was, was man noch schnell nachbasteln kann, wenn man noch eine kleine Überraschung braucht. Vielleicht auch als Wichtelgeschenk. Gibt ja auch die Wichtelvariante selbstgemachte Sachen oder Sachen, die nichts kosten. Hashtag Team Eva, Hashtag Team Party, Hashtag Team beide. Und ihr könnt auch wieder... Nein, ihr könnt nicht abstimmen. Es ist nämlich diese Woche eine Besonderheit. Wir haben uns selber ein Thema überlegt für die nächste Woche. Ganz gespannt sein. Nächste Woche gibt es eine besondere Sonntags-Challenge und deswegen könnt ihr diese Woche nicht über das Thema für nächste Woche entscheiden. Ganz genau. Aber ihr könnt natürlich neue Themen vorschlagen. Genau, gerne einfach unten in die Kommentare neue Themen und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren. Kanal abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.